Ach, Herr Graumann, Sie sind der Beste. Sie sind der Beste. So. Ja, ein Hauswirt, der in seinem Haus alles alleine macht. Wo gibt's denn sowas überhaupt noch? Lassen Sie, Ihre Sprüche, Sie. Ich habe genug Sorgen, ja? Ja, ich auch. Nein, ich noch nicht. Nein, das kommt aber noch. Nehmen Sie doch Platz, Herr Graumann. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte. Sagen Sie mal, Herr Winzig, ich habe da ein Gerücht gehört, dass Ihre Schwester aus Hamburg... Nicht nur die Schwester, auch der Opa und die Nichte das, und... Ja, guten Tag. Und der Papagei. Zu dem Papagei muss man freundlich sein. Er ist ja immerhin so alt wie wir beide zusammen, ne? Warum ist eigentlich Ihre Schwester hierher gereist? Wegen der Reißverschlüsse. Wegen der Reißverschlüsse? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ach, was denn? Meine Schwester Heide Linde, die hat ein Knopfgeschäft in Hamburg. Aber wer kauft heute noch Knöpfe, ne? Heute geht ja alles mit Ritsch, Ratsch, auf und zu, ne? Ja, 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 die Menschen werden immer knopfloser. Naja, da wird sich ja für unser ruhiges Haus allerlei ändern, Herr Winzig. Aber ganz im Gegenteil, gar nicht. Meine Familie ist ruhig, die ist ganz ruhig. Der Hauswirt in Hamburg, der weint heute noch, dass sie ausgezogen ist. Ja, ja. Was war denn das? Ach, das war nur der Gasherd. Na sehen Sie, jetzt haben Sie doch Platz genommen. Komisches Ding. Dabei wollte ich mir nur eine Zigarette anstecken. Schade doch nichts. Gasherde gehören immer dem Hauswirt. Außerdem haben wir unseren Elektroherd mitgebracht. Huppala! Na, was wird das jetzt hier? Ganz schön munter, ihre Jungs. Ja, eine alte Seemannsregel. Solange die Hören Kraft machen, sind sie gesund. Schieb mal ab. Ach, Jakob kommt ins Wohnzimmer. Wohnzimmer, Jakob. Gefiel ihm mal! Das ist der Fernseher! Und noch ein Tor! Ja, fang ihn doch! Wo bleibt denn mein Ohrensessel? In ein paar Minuten fängt das Hafenkonzert an. Unterwegs, Opa, alles unterwegs. Mensch, mach doch nicht so einen Lärm! Hol mir lieber mal ein paar Posters von der Tür rüber. Wollen Sie dir auch selbst? Muffel! Vorsicht, Kinder, lass mich mal durch! Immer rein, Mutti! Ist doch viel Platz! Aber dass du mir keinen nackten Mann an die Wand hängst, hörst du? Und stell das Gedudel leiser. Wo bleibt denn bloß mein Ohrensessel? Und mein Grog ist auch noch nicht fertig. Aber das geht doch nicht, Opa. Dein Gasherd ist explodiert. Was? Ja. Auch das. Hol die Tiefkühltruhe. Immer ich. Ah, Opa, das ist ja doch auch. Haben Sie keine Augen im Kopf? Na, endlich. Und ich habe immer fürs Junggesellendasein geschwärmt. Das ist doch verrückt. So ist doch viel schöner alles, Kinder. Hi! Noch ein Elber! Hengste! Nehmt doch mal ein bisschen langsamer. Die hat vielleicht ein Gewicht. Na, mach dir bloß nicht ins Hemd. Das Ding ist doch kein Klavier. Stimmt. Das ist doppelt so schwer. Ach. Nee, hier können Sie jetzt nicht vorbei, Meister. In meinem Haus kann ich vorbei, wann ich will. Ist das klar? Ach, das ist Ihre Bruchbude. Ja, so ist es. Haben Sie noch nie etwas von Breiter und Treppen gehört? Das geht Sie in Dreck an. Bringen Sie uns bloß nicht ins Schleudern, Gevatter Hauswirt. Vorsicht! Höher mit dem Ding! Und keine Puste mehr, was? Ja, ja. Was? Na bitte, mit ein bisschen guten Willen geht alles. Vorsicht! Was ist denn das? Seid ihr denn verrückt? Ihr sollt das Zeug drauftragen, nicht runterschmeißen, Idiot! Rufezeichen, Feinerei. Um Himmels Willen, was ist denn hier los? Aber Herr Graumann, was sehe ich denn da? Da haben wir den Salat. Gestatten Sie mal, Herr Winzig, ich dürfte Sie mal höflichst fragen. Ja, um welchen Person handelt es sich hier? Hier habe ich eine Kirsche. Man soll ja die Kirsche in meinem Dorf lassen. Aber lassen Sie doch den Quatsch. Wieso denn? Ich habe gehört, hier sind auch Kinder eingezogen. Kinder, Kinder. Da werden Behauptungen aufgestellt. Wir haben keine Kinder. Vorsicht, Kopf weg, Onkel Willi. Ach, Sie haben keine Kinder. Und was ist das zum Beispiel? Ein Kind. Ein Kind ist so gut wie kein Kind. So, jetzt werden Sie was erleben, Herr Witzig. So. Ich erhöhe die Miete. Na, das ist ja die Höhe. Warum denn? 4 Personen mehr macht 40%. Ich habe mitgerechnet. 3,5 Personen. Also bitte dann 35% Erhöhung. Auf Miete, Warmwasser, Heizung, Treppenreinigung, Müllabfuhr und Linoleumbenutzung. Ja, und die Türklinkenbenutzung, die haben Sie auch noch vergessen, nicht wahr? Herr Graumann, wir heißen ja mit Recht so. Mir graut's vor Ihnen. Kopf weg, Vorsicht, Onkel Willi. Sagen Sie mal, wie ist denn der so schnell wieder hochgekommen? Der hat einen Hopsball, nicht? Und für den sind doch 3 Stockwerke ein kleiner Fisch.